als ich spazierte durch die Brandung des Schwarzen Meeres. Lustwandelnd sozusagen, da spülten die Wellen ein versiegeltes Gefäß vor meine Füße. Ein Gefäß, in dem ich die Zeichnung einer Endlosschleife fand, sowie einen Brief, auf dem das Folgende geschrieben stand. Ich sende dir einen Gedanken. Bitte sende mir einen zurück.